Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter bei der Verkabelung am Camaro, bevor er wieder zum Motorenbauer geht. Ich habe ja bei meiner Fehleranalyse auch das Kabel vom Magnetic Pickup in Verdacht gehabt und habe das jetzt entsprechend nochmal neu zusammengebaut, beziehungsweise habe hier diesen Standardstecker von MSD durch einen wasserdichten Stecker ersetzt, habe das Ganze hier schön verkrimmt, habe das Kabel hier mit so einem Schlauchschutz, das hatte mein Motorenbauer vorher schon gemacht, das habe ich jetzt nur ein bisschen anpassen müssen, weil ich eben den Stecker geändert habe. Ihr seht ja hier, die Originalverkabelung oder Farben sind eben grün und lila und hier hinten kommt dieses Schwarz-Rot raus, weil einfach diese Stecker immer schwarz-rot sind. Dafür ist das jetzt aber wasserdicht, genauso wie auch der Anschluss am Magnetic Pickup. Das passt jetzt wunderbar zusammen. Hab das hier an den Enden mit so einem Schrumpfklebeband befestigt, was also wirklich schön hält und abisoliert. Und das Ganze habe ich hier auch an den Originalsteckern nochmal gemacht, wo es eben notwendig war. Das heißt, das Ding ist vorbereitet und ihr habt es ja in dem vorherigen Video vielleicht gesehen mit meiner ABS-Druckgeschichte. Das ist der neue Halter, den ich an die Spritzwand montiere und auf den ich dann sozusagen die Zündbox packe. Das mache ich deswegen, damit ich hier unten dann auch wirklich an den RS-232 rankomme, wenn man da mal was auslesen muss. Aktuell ist es so, wenn die Zündbox oder halt dieses Steuergerät direkt an der Spritzwand sitzt, kommt man hier unten mit dem RS-232 nicht ran, weil dort, wo das Steuergerät sitzt, hier unten nochmal so ein bisschen Metall vorschaut. Ich zeige euch das mal. So, jetzt sind wir wie gesagt hier im Motorraum und hier wird das ja dann montiert. Hier kommt jetzt diese Zwischenplatte hin und hier sitzt dann das Steuergerät und wir sehen, hier unten ist ja so ein Absatz und wenn das so nah dran sitzt, komme ich hier mit keinem RS-232-Stecker hin. Deswegen habe ich das Ganze, wie gesagt, ein bisschen nach vorne gepackt. Hat im Idealfall auch den Vorteil, dass hier, wenn Wasser abtropft, das hoffentlich dran vorbeitropft. Ansonsten muss ich mir hier nochmal so eine Art Dachkonstruktion oder so machen, aber für den ersten Test oder für die erste Inbetriebnahme sollte das so passen. Das Ding da drüben, den Zündbooster muss ich auch nochmal neu befestigen, aber das hat jetzt keine Priorität. Erstmal schauen, dass das Auto wieder läuft. Aber wie gesagt, hier kommt dann eben dieser Abstandshalter und das entsprechende Steuergerät hin. Was ihr jetzt auch seht, hier sind noch so ein paar Unebenheiten. Ich werde das jetzt anschleifen und lackieren. Nichts Besonderes, einfach nur, damit es ein bisschen schicker aussieht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch schon solche Hülsen reingepresst. Da schaue ich jetzt, dass ich die richtigen Schrauben dafür finde, um das Steuergerät darauf zu befestigen. Dadurch hat man eben immer ein schönes Gewinde. Das geht ganz einfach. Diese Hülsen gibt es bei Amazon günstig zu kaufen. Packe ich euch unten wieder in die Videobeschreibung. Und dann nehmt ihr einfach einen Lötkolben, schiebt die Lötkolbenspitze hier durch diese kleine Hülse, drückt das auf euer 3D-Druckteil und dann versenkt sich das durch die Hitze automatisch von alleine. Ihr seht das auch, wenn die Kamera scharf stellen würde. So, ihr seht das auch, wie gesagt, dass da so ein kleiner Wulst entstanden ist, einfach weil dann gewisse Materialstärke verdrängt wird. Bedeutet, wenn ihr die Hülsen einsetzt, darauf achten oder daran denken, dass ihr das Loch tiefer macht, sodass das verdrängte Plastik sich nach unten durchdrücken kann. Oder ihr müsst halt mit einem Gewindeschneider noch mal ein bisschen nacharbeiten oder mit einer feinen Schraube immer wieder rein rausdrehen, weil so ein bisschen Plastik kann sich dann im Gewinde absetzen. Jetzt habe ich das, wie gesagt, alles hier mit Hülsen versorgt. Jetzt werde ich das ein bisschen anschleifen, lackieren und dann geht es im Motorraum weiter mit der Verkabelung. Thank you.
So, hier ist ein kurzer Zwischenstand. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen. Ich verwende jetzt hier mein schönes Maserati-Rot, was ich noch hatte. Habe ich schon seit Ewigkeiten und das wollte ich schon ja, sehr lange mal probieren. Wie gesagt, das Teil mache ich jetzt Maserati-Rot. Passt ja auch ganz gut. Die MSD-Zündanlage ist ja auch rot-schwarz. Und im Motorraum ist auch rot-schwarz sozusagen die dominierende Farbkombination. Und apropos Motorraum, da schauen wir jetzt auch mal hin. So, und jetzt möchte ich mich hier hinten der Verkabelung widmen. Das war für mich immer sehr unangenehm wegen meinem Rücken und weil ich da so schlecht hingekommen bin. Und da sehen wir dieses braune Kabel. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Dieses braune Kabel und das ist sozusagen Hauptplus von der Zündung. Und das wird dann verteilt auf das rote Kabel. Das geht dann in Richtung MSD-Steuereinheit, also für die Zündung. Und gelbes Kabel geht in Richtung Lüfter und entsprechend Benzinpumpe. Und das möchte ich jetzt umbauen, dass das da nicht mehr da hinten unten so rumbommelt, sondern das möchte ich an die Spritzwand montieren. Hier mit so einer Verteilerschiene. Das heißt, dieses Hauptpluskabel von der Zündung wird dann hier an die Verteilerschiene gehen und von der Verteilerschiene gehen dann eben die Abnehmer für die Zündung weg. Vielleicht kommen da auch noch welche dazu in der Zukunft. Deswegen meine Idee, mit so einer Verteilerschiene das Ganze zu lösen, damit ich da hinten aus diesem Eck mal rauskomme. Wenn da auch noch der Verteilerfinger sitzt, ist das echt nervig. Und wie gesagt, hier vorne geht dann das gelbe Kabel an so ein Relais, wo dann eben Lüfter und Benzinpumpe rüber gesteuert wird. So, und hier sind wir jetzt an der Werkbank und hier ist diese entsprechende Verteilerschiene. Die wird mit zwei Schrauben dann an der Spritzwand fixiert und hat, ist ganz simpel aufgebaut, einfach eine Metallschiene mit eben verschiedenen Bohrungen. An jede Bohrung kann man dann einen Abnehmer oder einen Stromgeber packen. Und da werde ich, wie gesagt, dann das Zündungsplus anschließen und eben die entsprechenden Abnehmer. Und dann kann man das wunderschön verteilen. Damit das nachher nicht so eine kurze Wäscheleine ist, habe ich mir hier schon was vorbereitet. Hier oben sitzt schon der entsprechende Schuh, damit ich das in die Verteilerschiene reinbekomme. Und hier bereite ich jetzt vor, das Ganze dann nachher zu verlängern. Das heißt, das hier wird die Verlängerung für das braune Kabel, weil das ein bisschen kurz ist. Und dann geht das braune Kabel hier an die Verteilerschiene. Und von der Verteilerschiene gehen dann die Abnehmer, wie gesagt, zum Beispiel Steuergerät MSD oder eben auch Benzinpumpe bzw. Lüfter, kriegen dann das Zündungssignal. Das mache ich jetzt und dann zeige ich euch, wie das Ergebnis aussieht. So, den Luftfilter habe ich jetzt nochmal abgenommen, weil es einfach sonst sehr, sehr eng ist, da hinten hinzukommen. Was habe ich jetzt gemacht? Wir haben da jetzt zwei Löcher mit entsprechenden Gewindehülsen habe ich jetzt eingesetzt. Habe dann das Loch entgratet und mit Zinkspray sozusagen die offene Fläche behandelt. Ich habe jetzt eben schon mal ein Probefitting gemacht, das passt alles wunderbar. Jetzt werde ich das Ganze noch auch wieder schwarz machen mit so ein bisschen Hohlraumschutzfarbe und einem Pinsel. Und dann können wir die Verteilerschiene montieren. So, hier jetzt mein absolutes Chaos. Ich sehe schon, der Werkstattwagen ist einfach zu klein, wenn man dann doch ein bisschen mehr macht. Ich muss dringend mal wieder die Werkbank aufräumen. Aber das ist ein anderes Thema. Was habe ich verwendet? Hier so eine entsprechende Zange. Hier oben kann man dann die Gewindehülsen aufschrauben. Gibt es, wie gesagt, verschiedene Größen. Ich habe jetzt eine M4 genommen. Diese Schrauben hier hatte ich, die passen perfekt in diese Verteilschiene. Hier drüben sieht man das. Das schließt richtig schön bündig ab. Sitzt dann da satt drin, guckt hier hinten raus. Passt also hervorragend. Die werde ich dann verwenden, um die Verteilerschiene an der Spritzwand zu befestigen und dann eben die einzelnen Kabel damit zu verbinden. Wie eben erwähnt, mache ich das jetzt noch ein bisschen schick, also sprich die diese Zinkstellen werde ich jetzt mit Hohlraumschutz schwarz noch überpinseln und dann baue ich alles zusammen und dann schauen wir uns das Endergebnis einmal an. So, ich habe jetzt alles verkabelt und beschriftet. Ich zeige euch das einmal von etwas näher. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diese Verteilkappe. Da ist jetzt auch dieser Plastikschutz oben drauf. Den Plastikschutz habe ich jetzt auch beschriftet. Da steht jetzt Zündungsplus drauf. Die Information an jedem Kabel ist vorhanden, welches Kabel für was zuständig ist. Das heißt, das passt jetzt.
Jetzt stecke ich hier den kaputten Verteilerfinger wieder rein und ja, verkabel hier noch den Rest. Mache hier noch diese Spacer-Platte hin für mein Steuergerät von der MSD-Zündanlage. Werde da auch noch mal ein bisschen die Kabel anders verlegen. Auch wenn jetzt dann der Verteilerfinger gleich wieder drin ist, werde ich hier das dann so ein bisschen mit Kabelbinder festmachen, damit dieses Kabel hier nicht immer so unter Zug ist. Ja, damit ist das erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, ich verkabel jetzt hier das noch und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Endergebnis an. So, ich habe jetzt auch den Zündverteiler wieder eingesetzt. Wie gesagt, nur so ganz lose. Ging ja nur darum, dass das dann nachher transportfähig ist. Hier hinten, wie gesagt, jetzt der Verteiler für die Zündung, also für das Zündungsplus, der das dann an die verschiedenen Abnehmer weitergibt. Also dann später hier an die MSD-Steuereinheit und eben auch zum Beispiel hier an der am Vergaser ist nochmal ein Plus, das von der Zündung wegging. Da weiß ich noch gar nicht, für was das ist. Das geht hier unten durch das Kabel. Muss ich meinen Motorenbauer mal fragen. Und eben auch das Plussignal für das Relais, was dann nachher hier an dem gelben Kabel sitzt. Das habe ich jetzt mit Fuel, das ist natürlich lauter Kabel im Weg, habe ich jetzt mit Fuel und Fan beschriftet. Das gelbe Kabel, das geht hier rüber, da unten an das Relais und schaltet dann eben sowohl den Lüfter als auch die Spritpumpe ein. Das haben wir jetzt also gemacht und jetzt schauen wir mal, wie weit der Halter ist für die entsprechende MSD-Steuereinheit. So, der ist hier noch fröhlich am Trocknen. Da werde ich wohl noch mal eine Schicht oben drauf geben, damit das auch wirklich gut deckt. Und dann lasse ich das mal einen Tag trocknen. Wie in dem anderen Video auch erwähnt, muss man da wirklich geduldig sein, nicht zu früh das verbauen, sonst ja, macht man sich da den Lack kaputt. Deswegen hätte ich gesagt, da warte ich jetzt mal einen Tag und dann geht es für euch gleich weiter, wie ich das Teil mit der Zündbox bzw. mit der Steuereinheit für die Zündung wieder am Auto verbaue. So, jetzt ist noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt mal ein paar Tage die Befestigung oder bzw. die Halteplatte für das MSD-Steuergerät trocknen lassen. Habe mir jetzt hier auch schon Schrauben rausgesucht. Das waren die Schrauben, die original verwendet wurden oder halt die mein Motorenbauer jetzt verwendet hat. Ich nehme jetzt solche aus dem einfachen Grund. Hier kann ich noch meine Unterlegscheibe ranmachen und ich bin jetzt eher so der Freund von diesen Schrauben. Letztendlich ist es völlig egal. Ich hätte auch wieder die hier nehmen können. Da hätten die Unterlegscheiben auch gepasst. Aber ich nehme jetzt halt die hier. Da ist der Kopf auch ein bisschen niedriger. Das heißt, da sollte ich dann auch keine Probleme bei der Montage bekommen. Jetzt gucken wir uns einmal die Befestigungsplatte an. So, die ist jetzt getrocknet. Ich sehe jetzt hier, ich hätte eigentlich noch mehr grundieren müssen. Ihr seht das, da ist so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, da ist ziemlich stark die 3D-Druckstruktur zu sehen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch stärker abschleifen müssen, hatte aber ja so ein bisschen, ich habe halt nur drei Deckschichten sozusagen eingestellt. Sprich, wenn ich jetzt zu viel abschleife, gehen halt die Deckschichten kaputt. Das muss ich mir für die Zukunft merken oder auch als Tipp für euch, wenn ihr so 3D-Druck macht, den ihr später lackieren wollt, am besten 4-5 Deckschichten einstellen, dann hat man mehr Futter, um was abzuschleifen und halt ordentlich füllern, weil ansonsten sieht man halt immer noch diese Strukturen. Aber ja, das ist jetzt nicht schlimm. Hauptsache ist, dass es das Ganze hält und fest ist. Jetzt kommen hier mal diese kleinen Papierstüpfelchen weg. Die haben ja davor geschützt, dass mir mein Gewinde nicht mitlackiert wird. Jetzt mache ich hier mal ein Probefitting, ob die Schrauben auch wirklich passen im Gewinde. Und dann montieren wir das Teil. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe das montiert. Wie gesagt, das Ganze, also dieser Abstandshalter ist jetzt hier an der Spritzwand befestigt und auf dem Abstandshalter sitzt jetzt, wie gesagt, die Steuereinheit. Hier ist jetzt Platz, hier kann also Wasser durchfließen oder abfließen. Sollte eigentlich funktionieren, wird sich dann in der Praxis zeigen. Vielleicht muss ich hier noch ein Dach machen, aber es sollte so eigentlich funktionieren. Befestigt habe ich das Ganze jetzt hier mit, wie gesagt, diesen kleinen M4-Schrauben und Unterlegscheiben.
Und theoretisch müsste man jetzt auch hier unten an den RS-232-Port kommen. Das muss ich dann mal testen. Falls nicht, müsste ich halt nochmal eine Version von dem Abstandshalter machen. Das ist ja dann nachher auch kein großer Aufwand, wo die Füße noch ein Stückchen weiter rausgehen. Ich hatte es damals gemessen, aber ich bin mir jetzt unsicher. Also ja immer so, man misst und dann passt es irgendwie doch nicht. Es sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich habe jetzt aber kein RS-232-Kabel hier, um es zu testen. Das muss ich dann testen, wenn er vom Motorenbauer wieder zurück ist. Jetzt werde ich hier die Kabel wieder verbinden, das wird ein bisschen schön machen. Hier hinten auch dieses eine Zündkabel werde ich ein bisschen anders legen, dass es dann nicht so nah an den Pluskabeln ist. Jetzt läuft ja hier dieses Zündkabel da relativ nah an den Pluskabeln. Das möchte ich nicht, das werde ich ein bisschen ummodeln. Also ich räume hier mal ein bisschen auf und dann schauen wir uns an, wie es am Ende aussieht. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier habe ich jetzt die Kabel wieder ein bisschen zusammengebunden. Ich habe hier dieses Hauptkabel von der Steuereinheit auch ummantelt mit so einem festen Kabelschutz und hier wieder mein flexibles Gummiband. Ansonsten der Rest war ja schon wunderschön vorbereitet von meinem Motorenbauer. Ich habe es jetzt halt so gemacht, dass die Stecker immer zugänglich sind. Vorher waren die ja, so wie jetzt hier drüben zum Beispiel, waren die immer unter dem Kabelschutz versteckt. Finde ich aber ein bisschen ungünstig, weil man dann nicht direkt prüfen kann, ob sich vielleicht irgendwo ein Stecker gelöst hat und man halt auch schwer rankommt. Deswegen habe ich jetzt in der Verkabelung die Stecker offen gelassen, sodass ich die auch sehe und immer leicht prüfen kann. Wie gesagt, die Box hängt da jetzt an Ort und Stelle. Und hier hinten, wie gesagt, habe ich dieses Kabel, was den Zündfunken weitergibt, habe ich jetzt dort weg von dieser Plusverteilung, also von der Zündverteilung habe ich das jetzt weg, habe das hier durchgeführt und das geht jetzt eben hier oben auf den Verteilerfinger, damit das da nicht so nah an dieser Plusverteilerschiene ist. Ansonsten, wie gesagt, den Verteilerfinger habe ich wieder eingesetzt, jetzt handfest gemacht. Elektrische Steckverbindungen sind alle verbunden, bedeutet, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich mache gleich mal einen Test, ob die Benzinpumpe und so wieder anspringt. Sollte aber eigentlich der Fall sein, hat sich ja inhaltlich nichts geändert. Dann baue ich den Luftfilter wieder drauf und dann ist das Auto fertig, um nochmal zum Motorenbauer zu kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir dann nochmal Camaro-Videos sehen dieses Jahr. Also vielleicht ein paar kleine Reparaturen, wie es mit einem Fahrvideo aussieht. Kommt jetzt eben darauf an, ja, was mein Motorenbauer dann sagt, wenn er sich das Ganze angeschaut hat. Ich hoffe, wie gesagt, dass es so ist, wie er es mir beschrieben hat, dass das gar kein großes Problem ist und zu retten ist. Außerdem hoffe ich auch, dass das Problem dann nicht wieder auftritt, weil sonst wäre es echt nervig. Das waren jetzt, wie gesagt, keine 350 Kilometer. Das kann es ja eigentlich irgendwie nicht sein. Aber da halte ich euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, ich bastel jetzt alles wieder zusammen und dann gibt es am Ende noch ein paar Bilder im zusammengebauten Zustand. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao. Thank you.